Und hier sind sie, die Details zu den beiden Boxern. Der Herausforderer kämpft aus der roten Ecke in schwarzen Trunks. Er ist 42 Jahre alt. Offizielles Kampfgewicht, ganz genau 90 Kilogramm. 1,82 Meter ist der Großprofi seit dem Jahr 1997 mit dieser Statistik. 39 Kämpfe, 32 Siege, 21 davon durch Knockout, 2 Unentschieden. Sein Coach Dieter Wittmann. Aus Süßen, der Ex-WBA-Weltmeister im Cruisergewicht, The Challenger, Firat Arslan. Der Champion boxt aus der blauen Ecke. Er ist 26 Jahre alt. Kampfgewicht 90,2 Kilogramm. 1,87 Meter ist der Großprofi seit dem Jahr 2004. Seine Bilanz: 37 Kämpfe, 34 Siege, unglaubliche 25 Mal durch K.O., ein Unentschieden. Sein Trainer Uli Wegner aus Bielefeld. Der amtierende WBO-Weltmeister, Marco Captain Hu. Wer trägt den WM-Gürtel nach diesem Fight? Arslan oder Captain Hook? Die Entscheidung fällt jetzt live im Gary Weber Stadion in Halle Westfalen. Gentlemen, I gave you an instruction in the dressing room. I expect a clean fight. Obey my command, and first and foremost, protect yourself at all times. This is a little high up here, okay? Let's touch it up. Let's go. Let's go. Von der gegenseitigen Sympathie füreinander war im Vorfeld dieses Kampfes so viel die Rede. Dafür ist jetzt in den nächsten, wenn es denn so viele werden sollten, 12 Runden kein Platz. Beim Boxen geht es darum, den anderen zu schlagen, und zwar in einem sehr wörtlichen Sinne. Und deswegen muss das, was die beiden vielleicht verbindet, zurückgestellt werden in diesem Gefecht der beiden Draufgänger. Firat Arslan in der schwarzen Hose, der Rechtsausleger, das heißt, die rechte ist die Führhand, die linke die Schlaghand. Er ist ein ständiger Marschierer, einer, der immer auf den Gegner zugeht und ihm den Kampf anträgt. Und auf der anderen Seite Marco Hook mit Draufgänger, glaube ich, auch richtig beschrieben. Der Mann mit der Urgewalt, mit diesem unfassbaren Schlag. Und wenn er das kontrolliert und taktisch so einsetzt, wie der Trainer ihm das vorgeschlagen hat, der Normal, der Linksausleger, dann dürfte es schwer werden für Firat Arslan. Verteilte Sympathien hier in Halle Westfalen vor über 7000 Zuschauern. Es gibt Firat Sprechchöre für den gebürtigen Schwaben mit den türkischen Wurzeln, aber natürlich auch viele Fans, die den Namen von Captain, wie sie ihn nennen, Hook skandieren. Bisher relativ verhalten von Marco Hook. Das jetzt mal ein kleines Achtungszeichen in dieser ersten Runde. Und Arslan kommt. Das ist ein Mann, der die gesamten 12 Runden, wenn es sie denn geben sollte, so angreifen und marschieren kann. Konditionelle Nachteile hat er nicht. Er hat sich super vorbereitet. 160 Sparringsrunden, normal sind so ungefähr 80, hat er absolviert. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel trainiert, das meint jedenfalls der Trainer seines Kontrahenten, Uli Wink. Diese härteren Schläge, die sollen nach Ansicht von Uli Wegner für Marco Hook sprechen in dieser Auseinandersetzung. Aber schon jetzt ist zu sehen, dass Arslan bereit ist, hier zu kämpfen. Wie ein Löwe, das ist sein Spitzname. Er bezeichnet diesen Abend hier
als das Gefecht seines Lebens. Und es soll ein Knaller werden für das Publikum. Hoffen wir, dass er recht behält. Mit der linken Schlaghand oft unvermittelt angegriffen, jetzt von Firat Arslan, auch das typisch für ihn, zum Körper geschlagen. Interessante erste Runde. Ist gut, mein Junge. Ja, aber schön zumachen. Und wenn du nicht nach hinten reinlegen, vorne reinlegen, ja? So, machst du gut. Noch mehr den linken Aufwärtsgang. Der trifft immer. Hast du gemerkt? Atmen, mein Junge. Atmen. Ja, schön atmen. Ist doch gut. Hopp. Klare Treffer. Immer wieder rein. Ja? Gut. Klare Treffer. Ist gut. Läuft doch wieder. Machst du schon. Führung sein, dann wieder mal reinpicken, ja? Führung sein, dann hier ansetzen. Die rechte gerade. Dann machst du gut mit Einzelschlägen. Über 3 Jahre ist Marco Hoog nun schon Weltmeister im Cruisergewicht. Und geholt hat er diesen Titel hier in Halle Westfalen im August 2009 gegen Ramirez. Hat hier auch ein zweites Mal schon gekämpft und gegen Ramnakash gewonnen. Das ist der dritte Auftritt hier im Gary Weber Stadion in der Nähe seiner Heimatstadt, das darf man wohl sagen, Bielefeld, auch wenn er jetzt in Berlin wohnt. Der Mann, der aus dem Sandschak kommt, aus diesem muslimischen Gebiet zwischen Serbien und Montenegro, mit der Familie nach Bielefeld kam und dort aufgewachsen ist. Bielefeld, rund 30 Kilometer entfernt hier von Halle Westfalen. Der Versuch von Firat Arslan, mit der linken Schlaghand den Aufwärtshaken zu etablieren. Auch das ist eine gefürchtete Waffe bei ihm. Er hat vielleicht nicht ganz so viel Druck in den Schlägen wie Marco Hoog, der hier schön zum Körper geht. Auch hier wieder 1-2-Kombination. Aber er ist jemand, der immer da ist. Jetzt zum Beispiel wieder. Firat Arslan mit der Mehrzahl der Schläge. Hoog muss was tun in dieser Runde, wenn er denn nach Punkten vorn liegen möchte. Und da ist er wieder, Firat Arslan. Immer von der Ringmitte aus, nicht besonders schnell auf den Beinen, sieht manchmal ein bisschen stark sich aus, aber er ist genau da am Mann. Er ist immer wieder da. Blutige Nase bei Marco Hoog. Vorhin getroffen worden. 45 Sekunden noch, um sich diese Runde zu sichern für den Weltmeister. Ein Titel, den ja auch Firat Arslan schon innehatte beim Konkurrenzverband WBA. Damals gegen Virgil Hill 2007. Wieder linker Aufwärtshaken von Firat Arslan im Ziel bei Marco Hoog. Blut unter der Nase. Hoog probiert's nochmal. Kommt für mich zu spät. Ich glaube, die Runde ist bei Firat Arslan. Marco, mehr rausdrehen nach links, ja? Mehr lang, du, und hier, aufpassen, was ich dir gesagt habe. Pass auf, dass er nicht so oft ihn durchkriegt. Marco, dann dreh dich schneller raus nach links. Marco, schneller rausdrehen, klare Treffer, tief ansetzen.
tiefer ansetzen und wenn du dann zumachst, aber hier, dann musst du auch über das Ding nicht hochziehen. Ring 3, Runde 3. Round 3. Das wurde ein harter Stück Arbeit, das machst du schon. Für uns ein ganz klares Ende. Wieder links. Rechts war auch schon gut. Ganz wichtiger Hinweis von Uli Wegner. Moment. Auch gerade unterbrochen vom dritten Mann im Ring. Das ist Celestino Ruiz aus Chicago, Illinois. Weil noch nicht alle aus dem Ring heraus waren. Wichtiger Hinweis von Uli Wegner gegen den Rechtsausleger Aslam. Links rausgehen, damit er nicht in die Schlaghand hineinläuft. Des Ringrichters auf den Kopf aufzupassen. Aslan mit dieser typischen, für ihn typischen eisenharten Doppeldeckung, hinter der er sich verstanzt. Marco Hook versucht es auf ähnliche Art und Weise in der Defensive. Und Aslan kommt schon wieder. Er klingelt an der Tür von Marco Hook. Der versucht zu antworten. Da ist der Aslan schon wieder da und klopft an die Tür. Er zieht sich zurück, verlängert die Distanz, geht raus. Ist der Aslan weg? Nein, der Nächste. Er schält schon wieder an. Und es ist kein Double. Es ist immer wieder Firat Aslan. Aufwärtshaken im Ziel. Wenn auch ein bisschen abgeschwächt durch die doppelt erhobenen Hände von Marco Hook. Der fast passiv wirkt hier bisher. Jetzt muss er mal was machen. Links-Rechts-Kombination. Linke Führhand kommt nicht klar genug bei Marco Hook. Immer wieder ein Problem bisher gewesen. Verbessert zwar im Laufe der Jahre beim ehemaligen Kickbox-Europa- und Weltmeister. Aber immer noch nicht ganz ideal. Bisher auf jeden Fall ein Arbeits- und Aktivitätsbonus bei Mann aus Süßen im Landkreis Göppingen, wo er auch immer noch zu Hause ist. Zwei geschlagen von Marco Hook. So was muss öfter kommen jetzt. Muss die Linke noch öfter einsetzen. Da kommt wieder Aslan. Und ich sage es Ihnen, meine Damen und Herren, wenn der nicht entscheidend getroffen wird, so wie es Hook jetzt probiert, der kann das lange durchhalten. Dieses Tempo. Was für Kampf bisher. Finden auch Mareile Hoppner und Jürgen Vogel unter den Zuschauern. Nur wieder redet. Sehr gut. Sehr gut. Ferhat, wir sind stolz auf dich, mein Freund. Wir werden heute Weltmeister, okay? Wasser. Ja, durch jede Runde. Schau rüber, mein Freund, schau rüber, der gehört uns, der gehört uns. Atme tief, atme tief. Boah, ein Zettel, hier aber genial. Mach die 2, 3, 4 Schläge locker und dann hast Arthur Abraham und Margret Wegner sehen, dass Firat Aslan von den 3 Runden mindestens 2 bei sich hat. Sein Coach Dieter Wittmann in der Pause gerade. Wahrscheinlich einer der wenigen Coaches, der mit 40 Jahren jünger ist als sein Schützling, der ist 42. Jugendfreunde seit Kindertagen, sein bester Freund. Sie sind das Herzblut-Team und Herzblut haben sie bisher fließen lassen und investiert in diesem Gefecht hier in Halle Westfalen gegen den Weltmeister nach WBO-Version, gegen Marco Hook. Ja.
Bessere Aktionen jetzt von Marco Hook. Antwort von Firat Aslan kommt prompt. Marco Hook hat mit Sicherheit den Vorteil des härteren Schlages. Aber er muss ihn auch durchbringen können, wenn er Firat Aslan beeindrucken will. Uli Wegner mit skeptischer Miene in der Ecke. Und schon wieder wird Marco Hook an den Seilen gestellt von Firat Aslan, auch wenn er insgesamt in dieser Runde mehr getan hat. Der Weltmeister der WBO. Und da ist wieder Aslan. Hallo! Es klingelt wieder an der Tür. Hook muss vielleicht öfter versuchen, wenn Aslan eine kleine Pause macht nach diesem kaum zu stoppenden Vorwärtsdrang, dann seine Aktionen zu setzen. Aslan immer noch selber Stil, einfach strukturiert. Man wusste ja genau, was auf einen zukommt. Es ist wirklich bisher so schwer, wie es viele erwartet haben. Aslan wühlt sich ein ums andere Mal heran, hat ja auch die etwas geringere Reichweite, muss also an Hook herankommen und probiert das furchtlos und mit Werf immer wieder. Das Publikum ist begeistert. Die Distanz halten, du schaffst das schon. Klare Treffer, wenn ich dann sage, die letzte Runde, da musst du mal rein, wie die letzte Vorrunde gemacht haben, ja? Nur mal rein. Die Führung kann doch mal ein bisschen mitnehmen, ja? Marco, du musst rausgehen, schnell aus dem Seil. Und mal eine Finte machen. Und wenn du drin bist, dann leg dich doch richtig rein. Du musst kämpfen heute. Das kannst du doch. Komm, komm, bleib mal weg. Ja, ja. Was will er? Sie waren sich so sicher gestern Abend noch im Hotel. George Bramowski, der Mann mit der Wasserflasche, der Assistent von Uli Wegner, hat zu mir gesagt, wenn der länger als 4 Runden braucht, dann bin ich enttäuscht, Marco Hook. Ich glaube, es könnte ein Abend werden, an dem er froh ist, wenn sein Schützling überhaupt gewinnt. Guter Auftakt von Hook, aber da kommt schon wieder Firat Aslan. Das ist alte Wegner-Schule. Immer wieder versuchen, mit harten Treffern zum Körper die Deckung von Aslan herunterzuziehen. Das macht Hook in dieser Situation, in dieser Runde jetzt ganz gut. Die Anfeuerung kommt vom Publikum. Sie merken ziemlich genau, dass es hier Probleme gibt im Moment für ihren Liebling. Wieder ansatzlos mit dem Aufwärtshaken und immer wieder auf Hook zugehend. Da ist er wieder. Diesmal mit der linken Gerade.
Die Schlaghand ohne Vorbereitung gebracht, ohne Vorbereitung der Führhand. Jetzt Führhandboxen, die rechte, 3-4 Mal hintereinander, Jab herausgestoßen. Aber in der Mitte ist er dann offen und da versucht jetzt Marco Hoop durchzukommen. Der 42-jährige Firat Arslan, von dem der Vater von Marco Hoop sagt, dass er einen besseren Körper habe als sein Sohn, zeigt, dass er wirklich gewillt ist, hier alles zu geben. Es ist vielleicht doch ein bisschen schwerer geworden für Hoop, als er selbst gedacht hat. Aber es wird im bisherigen Verlauf dieses Gefechts auch klar, warum Marco Hoop für seine Kontrahentin Sympathie und vor allem Respekt hat. Henny Maske mit 42 noch so top drauf, davon können Sie auch ein Lied singen, oder? Ja, das ist natürlich aber auch zu erwarten gewesen. Firat lebt für diesen Sport und die Schwierigkeit bei ihm, man sieht es ja ganz deutlich. Ja, Marco hat ja große Probleme, hier selbst auch mal zu treffen und so zu treffen, dass er Wirkung hinterlässt. Da war die Aktion, Marco trifft, aber Arslan kommt sofort hinterher. Und hier sieht auch recht hilflos aus, er hat auch wirklich keine Mittel. Er muss mal einen Raum freigeben, und zwar richtig, ihn mal schlagen lassen und dann selbst sofort da sein. Das ist natürlich problematisch. Er sieht teilweise wirklich recht hilflos aus. Und wenn, und das ist zu erwarten, wenn Arslan die nächsten 6, 7 Runden auch noch so gehen kann, dann wird es ein echtes Problem werden. Wir gehen langsam auf die 6. Runde zu, auf die Hälfte der geplanten 12 Runden hier in Halle Westfalen. Ein interessantes Duell zweier Draufgänger, die beide auch ihren Teil einer Migrationsgeschichte geschrieben haben. Firat Arslan motiviert durch die Rocky-Filme, die der Bilder und der Geschichten, begann mit 18 Jahren erst mit dem Boxen. Bis 2006 hat er sich ohne Trainer durchgeschlagen. Bei Panics Promotion mit Lennox Lewis in London trainiert. Beim in der letzten Woche verstorbenen Emmanuel Stewart im Kong Gym in Detroit. Für Stewart wurde übrigens hier, wie es sich gehört, die letzte Glocke geläutet. Von einem Fahrradunfall, der ihn fast in den Rollstuhl gezwungen hätte, wieder zurückgekommen. Er ist ein Kämpfer, einer, der sich durchgebissen hat. Und Hoop, das Boxen als Möglichkeit, einen Weg nach ganz oben anzutreten. Diesen Weg hat er beschritten mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft. 3 Jahre ist er jetzt Weltmeister. Aber in den letzten beiden Kämpfen gab es eine unverdiente Niederlage gegen Povetkin und ein Unentschieden im Cruiser gegen Afolabi. Und jetzt hat er wieder große Probleme. Arslan boxt in dem Stil, in dem er 2007 damals noch unter Michael Timm und für Universum Boxing Virgil Hill bezwungen hat. Ein Mann, mit dem ja auch unser Experte Henry Maske seine guten und schlechten Erfahrungen gemacht hat. Den hat er damals deutlich bezwungen, Firat Arslan. Hoop schlägt härter als Virgil Hill. Aber er muss das auch einsetzen und durchsetzen können. Jetzt zum Beispiel. Das war eine gute rechte Gerade direkt in die Mitte. Arslan macht wie immer den Rücken rund, um sich etwas kleiner zu machen, nicht so viel Trefferfläche zu bieten.
Und er ist nach wie vor immer da. Auch wenn du es als Gegner gerade nicht brauchst. Starke Vorstellung von Firat Aslan. Luan Krasniqi, einer seiner besten Freunde aus diesem Team von Freunden, auch das ein Geheimnis seines Erfolgs. Super, ich bin stolz auf dich, mein Freund. Das Eis weg. Atme tief. Du bist perfekt. Mein Freund, wir werden heute Weltmeister, okay? Nein, du bist ein Weltmeister. Ring wieder. Zieh sie durch, Firat, zieh sie durch. Mann, so. Freund, super, wir sind stolz auf dich. Mann. Und wieder konzentriert. Der Stolz auf das, was der Freund leistet, ist groß. Und das sagen sie ihm auch. Das ist ein Hauptmotiv für Firat Aslan, der damals schon als Anfänger versprochen hat, irgendwann werde ich mal Weltmeister. Und der dieses Versprechen dann auch eingelöst hat. Bisschen sehr aufgeregt, Herr Celestino Ruiz aus Chicago gerade. Sein erster WM-Kampf im Übrigen, der des Ringrichters. Und sein erstes Mal in Deutschland. Es ist ein knappes Gefecht. Wir hier haben auf unseren Punktzetteln Firat Aslan knapp vor. Aufwärtshaken von Aslan. Er macht im Prinzip immer dasselbe. Er ist, wie gesagt, einfach strukturiert. Man weiß, was auf einen zukommt. Aber trotzdem walzt diese Lokomotive, dieser Löwe, immer wieder im Ring auf dich zu. Technisch variabler sicherlich Marco Hook. So zum Beispiel, diese schönen Treffer zum Körper, dann in der Mitte, zwei, dreimal abgeschlossen. Aber dann wieder der Aufwärtshaken von Aslan. Auch er mit der rechten Führhand jetzt mal zum Körper schlagt. Doppeldeckung bei Hook. Gegen Afolabi hat er es hinten raus noch rumgerissen. Und sich dieses Remis erkämpft, was im Übrigen zu einem Rückkampf führen wird. Selbst wenn er heute hier seine 10. Titelverteidigung schafft, wird er den Status des Superchamps im Cruisergewicht erst dann ausnutzen können, wenn er nochmal Pflicht gegen Afolabi verteidigt hat. Das hat die WBO angeordnet. Aber erstmal muss er überhaupt hier gewinnen. Und Firat Aslan macht ihm das Leben so schwer wie möglich. Etwas offener ist es jetzt geworden. Mehr Aktionen von Hook. Aslan beschränkt sich darauf, immer wieder da zu sein. Kassiert jetzt hier noch 2-3. Diese Runde müsste an Hook gehen. Kannst du dich nicht rausstehen. Schaffst du schon. Wen hast du doch gemacht? Du hast doch was drauf, Marco. Warum kannst du dich nicht rausstehen? Dreh doch den mal raus. Der stürzt doch nach vorne. Mann, das hast du doch so schön gemacht schon. Marco, ist das klar? Dreh dich jetzt mal raus, Marco. Sonst ist doch gut. Du kannst doch kämpfen. Marco, Führung sein. Papa, jetzt zeigen, dass du ein Kerl bist. Jetzt kommt's drauf an.
rausdrehen, mein Junge. Bleib doch nicht stehen, wenn du so. Oh mein Gott. Komm. Komm, mein Junge. Du schaffst das. Wir sind stark. Wir müssen das schaffen. Muss kämpfen. Es geht mehr um Psychologie in der Pausenansprache von Uli Wegner, der seinen Schützling stark redet. So wie auf der Gegenseite Dieter Wittmann, der zu seinem Boxer gesagt hat, dass sie stolz auf ihn sind, als um ganz konkrete technische Tipps, außer immer wieder angemahnt, dass er gegen den Rechtsausleger links raus muss. Das hat man so oft, das hat man hunderte, tausende Male trainiert. Sie haben einen sehr, sehr guten Sparringspartner aus den USA gehabt, natürlich einen Rechtsausleger, einen Draufgänger und Marschierer wie Firat Aslan. Aber im Kampf vergisst man dann das eine oder andere. Aslan hat häufig getroffen in den ersten Runden. Der ganz große Druck ist nicht hinter seinen Schlägen, sonst wäre Hook mehr erschüttert. Die kleine Blutung aus der zweiten Runde, glaube ich, war es, ist gestillt. Seitdem ist in der Beziehung nicht mehr so viel passiert. Aslan ist wieder da. Die Köpfe aufpassen, ermahnt Celestino Ruiz. Uli Wegner hat im Vorfeld des Kampfes geglaubt, dass sie in den hinteren Runden vielleicht ein paar Vorteile haben könnten, auch wenn man weiß, dass Firat Aslan sehr konditionsstark ist. Glaubt man doch, dass die Fokussiertheit, die Konzentration mit dem Kraftverlust auch ein bisschen nachlässt und dass man dann die Fehler besser organisieren und auch ausnutzen kann beim Gegner. Bessere Aktion jetzt von Marco Hook. Mehr Aktivität jetzt beim Wahl-Berliner. Und der Aslan steht immer wieder auf, ist immer wieder da. Hat sich immer durchgebissen. Auch als er in den deutschen Kindergarten kam und sie ihn dort nicht Vierrad, sondern Dreirad oder Zweirad genannt haben. Und er zu Hause bei seiner Mutter. Er hat sich da durchgebissen. Er hat einen Job gelernt, Konstruktionsmechaniker. Er spricht sehr gut Deutsch, Englisch, Spanisch und natürlich auch Türkisch. Und er ist hier ein respektabler Gegner. Sehr gut. Super, Max. Was, die Linie an die Augen? Wasser. Sehr gut. Schönen Abend. Abend, Herr Tief. Mundschutz. Lass mich doch hören, Herr Tief. Schnell, mein Kind. Ja, cool. Wasser. Hör mal schon, hör mal schon. Mundschutz. Mundschutz, Mundschutz. Warte noch. Boxen. Genau so viel. Sehr gut. Fühlst dich? Sehr gut. Super, mein Freund, super. Hier nochmal zu sehen, welche Schwierigkeit es gibt, wenn ein Links auf einen Rechtsausleger trifft. Der eine hat den rechten, der andere den linken Fuß oben bzw. nach vorn gestellt. Und da muss man sehen, dass man den seinigen da drüber kriegt, dass man sich nicht ins Gehege kommt. Wichtiger Hinweis nochmal und Dank an die Regie über die Besonderheit einer solchen Auseinandersetzung. Klasse Szene eben in der Pause, auch wenn nicht viel gesprochen wurde. Das ist es doch, dieses blinde Verständnis der beiden untereinander. Man kann sowieso nicht mehr viel ändern bei Firat Aslan. Man weiß ja, was er kann und wie er boxt. Fühlst du dich noch gut? Super, sagt Firat. Und sein Trainer sagt, klasse.
Trotzdem stellen wir fest, dass Marco Huck in der letzten Runde stärker geworden ist und dass er auch in dieser Runde. Firat Aslan hat im Vorfeld des Öfteren davon gesprochen, dass er auf ein faires Urteil hofft. Und das tun wir alle mit ihm. Wir sind im letzten Drittel dieser Auseinandersetzung. Gute Treffer von Marco Huck. Dann kommt wieder Firat Aslan. Er muss vom Seil weg, Marco Huck, und muss sich da eben links rausdrehen. So wie es ihm sein Trainer immer wieder gesagt hat. Sprechchöre für Firat Aslan. Kleine Pause bei Marco Huck, der in den ersten anderthalb Minuten dieser Runde besser war und jetzt hinten raus noch mal was rauspackt. Das braucht er auch. Aslan weicht keinen Meter. Fuß an Fuß kämpfen sie hier. Salve von Marco Huck. Nochmal die Punktrichter beeindrucken gegen Schluss dieser Runde. Es ist super knapp hier in Halle Westfalen. Du schaffst das. Du schaffst das. Du weißt was? Nach so einer Serie musst du rausgehen, Junge. Mensch, mach es doch. Link, dreh dich raus, da läuft in der Luft. Mann, verpflichtest du mir das, dass du dich rausdrehst? Ja? Warte mal. Marco, das ist so eine Serie, musst du nicht rausdrehen. Der geht doch nach vorne nur. Du darfst nicht stehen bleiben, hörst du? Du darfst nicht stehen bleiben! Mach das. Du musst noch mal so eine Runde machen, sonst geht das weg. Marco, du musst so eine Runde machen. Das ist ausgeglichen. Komm, Marco, kämpfe. Und ganz konzentriert die Hände stehen lassen. Hast du gehört? Komm, Marco. Let's go. Clean that up. Check it out. Clean that up. Let's go. Let's go. Solche Salven braucht Marco Huck. Gut beschrieben vom Trainer die Gesamtsituation in diesem Kampf. Es ist super eng und er muss noch mal ein paar gute Runden machen. Er muss vor allen Dingen, auch das wird immer wieder angemahnt, sich nicht am Seil stellen lassen, und wenn er dort ist, dann muss er sich, ich sag's ihm nochmal, gegen den Rechtsausleger links rausdrehen, damit er nicht in dessen Schlaghand in die linke hineinläuft. Doppeldeckung bei Marco Huck. Noch kaum Aktionen von ihm in dieser Runde, jetzt in der 10. Da kenne ich nicht viele, die gedacht hätten, dass es so lange dauern würde. Das liegt daran, dass Firat Aslan hier bisher einen wirklich aufopferungsvollen Kampf gemacht hat. Gut gebrüllt, Löwe, sagen wir zu der Vorstellung von Firat Aslan bis dato. Zwei, drei Aufwärtshaken im Ziel. Sie haben nicht die ganz große Wucht, das haben Sie jetzt auch wieder gesehen. Das merkt man schon. Und natürlich kommt es auch auf die Güte der Treffer an. Auf die Härtequalität, wenn Sie so wollen. Und da sind die Vorteile mit Sicherheit bei Marco Huck. Aber Aslan steckt nicht auf, ist immer wieder da. Sie haben sich einen ganz neuen Sandsack basteln lassen im Lager von Firat Aslan, der in seinem Haus in Donsdorf unten im Keller sein privates Gym hat. Einen Sandsack-Dummy in der Größe von Marco Huck.
aber der Dummy, der bewegt sich nur, wenn er getroffen wird. Und hier der Hook, der versucht auszuweichen und selbst zu schlagen. Da gibt es natürlich große qualitative Unterschiede. Hook nimmt sich eine kleine Pause in dieser 10. Runde. Hält er mit seinen Kräften Haus? Will er noch mal sowas rauspacken wie gegen Afolabi? Als die gute letzte 12. Runde ihm das Unentschieden und damit den Verbleib des Titels sicherte. Aslan wie immer noch hinter der Doppeldeckung verschanzt. Hook muss sich ein bisschen mehr bewegen. Muss jetzt raus da. Muss jetzt linksrum rausgehen. Ausgeglichene Runde, dieser 10. Durchgang. Und das Signal für den Schuss. Komm, 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 du schaffst es. Das schaffst du, du bist stark. Lass sie nicht gehen. Aber nicht die Hände hier, die müssen stehen bleiben. Marco, warte auf den Aufwärtshaken immer auf. Das heißt nur nicht. Marco, dreh doch, nimm doch deine Beine mal. Das steht unausgeglichen, mein Junge. Pass auf. Atme. Komm her, Marco. 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 Reiß zusammen, es geht um vieles, mein Junge. Komm. Komm, Marco. Komm, du kannst jetzt nicht gehen lassen, das gibt keinen Sinn. Führung dann mehr. 1-2 aufwärtshaken. 1-2 aufwärtshaken. Ja, okay. Die ganze Diskussion um den Ausflug ins Schwergewicht, um den möglichen Gegner Wladimir oder Vitali Klitschko. Alles Makulatur, alles perdu, wenn er denn heute hier verlieren sollte. Heute gilt es sich zu beweisen, den Cruiser-Titel zu verteidigen für Marco Hook. Dann kann man über andere Dinge reden. Das werden wir auch gleich im Anschluss an dieses Gefecht sicherlich noch machen. Da oben bei Waldemar Hartmann und Henry Maske. Aber zunächst mal gilt es zu beobachten, ob Hook in der 11. und 12. Runde noch was rauspacken kann. Denn das braucht er, wenn er hier gewinnen will. Sowas zum Beispiel, solche Aktionen. Das Gefecht ist auf unseren Zetteln ausgeglichen. Es scheint fast so, als habe Aslan ein bisschen nachgelassen. Als könne Hook sich jetzt vielleicht doch etwas absetzen. Sie haben darauf gezählt, aber diese 11. Runde ist noch lang. Und jetzt muss er raus dort aus der Ecke. Meine Güte, 42 ist der Mann und der marschiert und marschiert. Wenn auch vielleicht nicht mehr mit der letzten Konsequenz und Entschlossenheit. Und auch deswegen, weil es mehr Gegenwehr gibt von Marco Hook. Eine Minute noch in dieser 11. Runde. Leichte Blessuren bei Marco Hook. Das sind die, die wir aus der 2. Runde schon kennen. Offensichtlich wieder aufgegangen. Ich sehe leichte Vorteile für Marco Hook jetzt. Stop. 20 Sekunden noch in dieser 11. Runde, nur angedeutet, weggelassen. Dann die Salve von Hook. Aslan möchte antworten. Kann seine Kontrahenten aber nicht mehr so bedrängen,
noch mal eine Serie von Marco Hook. Diese 11. Runde müsste normalerweise bei ihm sein. Ist das spannend? Wasser, Wasser, Wasser! Mein Freund, super, super! Nächste Runde! Perfekt! Alles, letzte Runde! Ja, klar! Ja, trink! Los, die letzte Runde ist nochmal, da haust du wieder gegen! Dann machst du wieder einen Gegenangriff, hast du gehört? Marco, hörst du zu? Mach es, komm. Bam, bam, bam. Komm, Marco. Marco, 3 Minuten. 3 Minuten musst du noch kämpfen. Letzte Runde. Schon jetzt stellen wir fest, dass sich dieses deutsch-deutsche Duell gelohnt hat. Dass es eine große Vorstellung war. Und dass der gegenseitige Respekt, den sie sich zuerkannt und geschuldet haben, absolut berechtigt ist. Ich ziehe meinen Hut vor Firat Aslan. Wie der in dem Alter alles gibt. Und nochmal versucht, etwas auszurichten gegen den Mann, der jetzt vielleicht doch leicht führen dürfte, gegen Marco Hook. Das ist absolut bewundernswert. Hook hat sich aus einem Tal herausgeboxt. War vielleicht doch von dem, was Aslan anzubieten hatte, ein bisschen überrascht in der ersten Hälfte des Kampfes. Aber jetzt, in der zweiten Hälfte des Gefechts, kommt von ihm einfach ein bisschen mehr. Schwerer linker Schwinger auf der Außenbahn. Ohne Vorbereitung geschlagen. Die Sprechchöre für Hook sind da. Nochmal Marco Hook. Aslan, wie immer. Aber nicht mehr mit der letzten Konsequenz, mit diesem ganz großen Druck. Zu ungenau. Kein Treffer im Ziel. Hook kann sich befreien. Er schlägt härter. Aslan kämpft zurück. Die letzte Minute in diesem tollen Fight. Natürlich gibt es technisch bessere Dinge. Müssen wir nicht drüber reden. Wir reden von der Intensität, von der großen Kraft, von dem Herz, das hier im Ring auf dem Boden liegt. Beide kämpfen mit dem Herz eines Boxers. Dass seine Berechtigung gehabt hat, der Weltmeister gegen die Nummer 8 der WBO, gegen den Ex-Weltmeister Firat Aslan, der im hohen Alter als Boxopa noch mal alles aus sich herausgeholt hat. Und wenn er denn am Ende knapp scheitern sollte, dann verdient er trotzdem unseren Respekt. Und ich kann diese Geste absolut verstehen, auch wenn ich glaube, dass am Ende Marco Hook völlig erschöpft und ausgepumpt, aber doch das bessere Ende für sich gehabt hat. Hier kommt das offizielle Urteil. Mickey Van aus Leeds wertet diesen Kampf 115 zu 113. Paul Thomas aus Derby wertet den Kampf 115 zu 113. Und Giustino Di Giovanni aus Pescara wertet den Kampf 117 zu 111.
alle drei für den einstimmigen Sieger nach Punkten und weiterhin Cruiserweight Champion. Der WBO, er bleibt Weltmeister, Marco Captain